Immobilien sind und bleiben ein ganz wichtiger Faktor im Vermögensmix. Nach einem jahrelangen Boom haben sich die Preise allerdings zuletzt beruhigt, in manchen Regionen sogar deutlich. Wir haben die wichtigsten User-Fragen dieser Tage zusammengestellt und wollen sie heute von einem Profi beantworten lassen. Herzlich willkommen, Stefan Exler, Vermögensverwalter bei der Hansen und Heinrich AG. Guten Tag nach Berlin. Guten Tag, Herr Franik. Dann gleich die erste Frage. Wie entwickeln sich denn die Immobilienpreise 2023? Es gibt ja nicht den Immobilienmarkt. Einfamilienhäuser, Wohnungen, fremdgenutzt oder eigengenutzt, Bürogebäude, Gewerbegebäude. Das sind alles unterschiedliche Möglichkeiten. Es wird 2023 Chancen geben am Immobilienmarkt. Wir haben eine sehr verringerte Wohnungsbauproduktion und die trifft auf Angebotsknappheit. 400.000 Wohnungen wurden in den letzten Jahren pro Jahr nicht gebaut. Und das gibt gewisse Stabilität bei 84 Millionen Bundesbürger. Die Preise sind bereits 10-20% reduziert und ich gehe nicht von weiteren Preiseinbrüchen aus. Eine Frage, die wir gern aufgreifen, ist, Herr Exler, ist es sinnvoll, jetzt eine Immobilie zu kaufen? Für den Eigenheimbedarf durchaus. Wenn die Wunschimmobilie gefunden ist, die Finanzierung gesichert und solide ist, dann ja. Beim Kapitalanlagebedarf könnte es durchaus auch noch im Jahr 2023 im Laufe des Jahres Opportunitäten geben. Es sind wieder attraktive Kaufpreise, gerade im Mehrfamilienhausbereich am Markt. Die sogenannte Ü30-Party, also das 30-fache der Netto-Kaltmieten, ist vorbei. Und insofern gibt es hier wieder gute Kaufchancen in dem jetzigen Marktumfeld. Und korrespondierend dazu die Frage, ist es jetzt sinnvoll, eine Immobilie zu verkaufen? Ja, es ist zwar kein Einbruch bei den Immobilienpreisen zu erwarten, aber die dynamische Preissteigerung der letzten Jahre ist auch nicht mehr zu erwarten. Es gibt schon Gründe, auch eine Immobilie jetzt zu verkaufen. Die können im persönlichen Bereich liegen, beispielsweise die persönliche Asset Allocation, also die Aufteilung seiner Vermögenswerte, zu überdenken, Übergewichte aus Immobilien abzubauen, die durch Preissteigerungen realisiert wurden, steuerfreie Gewinne vielleicht nach 10 Jahren zu verkaufen oder dass die Nachlassplanung vorbereitet wird und insofern das Vermögen liquide zu machen sind. Also nach dem Superzyklus der letzten 10 Jahre und den Preissteigerungen ist auch eine Gewinnrealisierung durchaus sinnvoll. Wichtig in diesem Zusammenhang ist sicherlich auch immer die Frage nach der weiteren Zinspolitik der Notenbanken. Dazu die Frage, wie entwickeln sich die Bauzinsen 2023? Die Zentralbanken haben 2022 die Zinsen in einem Tempo erhöht, wie wir das vorher nicht gesehen haben. Das war schon einmalig. Aber das Zinsniveau heute ist nicht einmalig. Denn das hatten wir schon sehr oft. Der Kampf der Notenbanken um die historisch hohe Inflation, der ist noch nicht ausgestanden. Wir haben heute etwa bei 10-jährigen Zinsbindungen einen Zinssatz von 4%. Der hat sich zwar vervierfacht, wenn man das gegenüber vor 2 Jahren sieht. Aber wenn man jetzt wartet, könnten viele Bauherren auf dem falschen Fuß erwischt werden. Die Zinskurve, das ist vielleicht interessant, die Zinsstrukturkurve ist im Moment sehr flach, sodass man bei langen Fremdfinanzierungen fast den gleichen Zins hat wie bei kurzen. Und das so insofern ein guter Praxistipp, man sollte heute sehr langfristig finanzieren, eher 10 und 15 Jahre als eine kurzfristige Zinsbindung von 5 Jahren oder gar volatil zu finanzieren. Herr Exler, auf was muss man bei dem Kauf einer Immobilie achten? Für die meisten Bürger ist der Hauskauf die größte Investition ihres Lebens und da sollte man besonnen und geduldig vorgehen. Man sollte sich fragen, warum? Was ist mein Motiv überhaupt, eine Immobilie zu kaufen? Und wie viel Immobilie kann ich mir auch für mein Budget leisten? Wichtig ist, sich nicht unter Druck setzen zu lassen, ein Budget festzulegen, Finanzierungsplan auszuarbeiten, auch eine Reserve einzuplanen. Die Nebenkosten auch beachten, teilweise Maklergebühr, Grunderwerbsteuer und dann Sachverständigen mitzunehmen. Zu guter Letzt ist auch die Lage, das Wo, entscheidend. Fahren Sie auch mal ruhig nachts hin, tagsüber zu anderen Tageszeiten und prüfen Sie, ob da keine Lärmbelästigung oder ähnlichen Sachen sind. Wichtig ist eine gute Infrastruktur, Kindergarten, Bahnhof etc. Dann wollen wir kurz mit Ihnen in die Vergangenheit reisen, Herr Exler. Was hat ein Haus 1990 gekostet? Beispiel, ein durchschnittliches deutsches Reihenhaus, 120 Quadratmeter Wohnfläche, von der Lage jetzt mal über die ganze Bundesrepublik verteilt, hat 1990 etwa einen Kaufpreis gehabt von knapp 200.000 Euro. Das ist heute gute 400.000 Euro wert. Man muss aber dabei auch beachten, wir hatten auch einen anderen Bauzins. Der war damals über 7%. Der durchschnittliche Bauzins heute ist bei 1,5%. Bei neuen Finanzierungen 10 Jahre natürlich 4%. Und die Löhne sind gestiegen. Ein
Uni-Professor hatte beispielsweise 1990 ein Gehalt von 2.800 Euro, heute von 6.700 Euro. Also Fazit, ist es teuer, wenn die Preise um gut 120% gestiegen sind im Verhältnis zu den Löhnen und zu dem niedrigeren Fremdfinanzierungszins, ist das heute sicher trotzdem noch ein attraktives Preisniveau. Ein wichtiges Thema unserer Zeit, Herr Exler. Welche Anforderungen gibt es zum Thema Energieeffizienz? Ja, es geht um die Einhaltung der EU-Klimaschutzziele. Die Brüsseler Behörde hat ja festgestellt, dass Gebäude für 40% des Energieverbrauchs verantwortlich sind und für ein Drittel der CO2-Emissionen im Euroraum. Und das Klimaprogramm der EU-Kommission, Fit for 55 nennt sich das, hat sich zum Ziel gesetzt, die Treibhausemissionsgase bis 2030 um mindestens 55% gegenüber 1990 zu reduzieren. Das heißt also, auf einen Immobilienbesitzer kommt eine Sanierungspflicht zu. Bis 2030 soll kein Haus schlechter als eine sogenannte Energieklasse G und H sein. Das bedeutet, dass 15% der europäischen Altbauten modernisiert werden müssen. Und in Deutschland bedeutet das etwa 3 Millionen Gebäude. Also Praxistipp, Liquidität muss bereitgehalten werden. Irgendwann kommen hier doch größere finanzielle Belastungen auf den Immobilienbesitzer zu. Eine weitere ganz spannende Frage, wie ich finde, lautet: Wann ist die beste Zeit im Leben, um ein Haus zu kaufen? Ja, das ideale Alter gibt es sicher nicht, ob mit 20, mit 40 oder im Rentenalter. Wichtige Kriterien sind einfach die finanzielle Sicherheit und die persönliche Lebenssituation. Je jünger man ist, desto schneller ist man vielleicht mit seinem Baudarlehen fertig. Im Alter kann man eine Immobilie sicher auch schon altersgerecht umbauen oder ist auch mehr gesettelt, hat mehr Eigenkapital. Das ist grundsätzlich wichtig. Jedoch vielleicht ein Tipp: Wenn finanzierbar, für eine Investition als Kapitalanlage, sollte man so früh wie möglich anfangen. Denn es spart sich besser in ein Darlehen hinein als auf einem Sparkonto. Denn eine Inflation, die wir ja künftig auch weiter haben werden, reduziert dann im Prinzip genauso das Darlehen wie eben auch ein Sparguthaben. Also je früher, desto besser, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Jetzt kommen wir zum ganzen Gegenteil. Herr Exler, wie kann ich mein Haus zu Geld machen, ohne ausziehen zu müssen? Ja, da gibt es verschiedene Modelle. Eine Verrentung, Teilverkauf oder auch eine sogenannte Umkehrhypothek. Die meisten Modelle gehen vom Verkauf der Immobilie aus, also einer Immobilienverrentung. Das wäre typischerweise ein lebenslanges Wohnrecht oder auch ein Nießbrauchrecht, wobei ich da immer zu einem Nießbrauchrecht tendiere, da sie dann auch noch die Erträge der Immobilie, wenn sie die vermieten würden, dann auch bekommen würden, wenn sie in ein Senioren- oder Pflegeheim ziehen müssten. Teilverkauf sagt das schon aus. Sie verkaufen beispielsweise 50% ihrer Immobilie, müssen aber für den anderen Teil im Zweifelsfall Miete zahlen und für die Erhaltung des Hauses da sind. Interessant ist sicher eine Umkehrhypothek. Da bleiben Sie nämlich Eigentümer der Immobilie, nehmen eine Hypothek auf, die Sie aber nicht mit Zinsen und Tilgung bedienen, sondern das kann dann später aus dem Erbe an die Bank zurückfließen. Gehen wir mal weg von der physischen Immobilie, Herr Exler. Die Frage lautet: Sind Immobilienfonds oder auch Aktien eine Alternative zur klassischen Immobilie? Eine Alternative nicht wirklich, denn der Immobilienfonds, geschlossen oder offen im Übrigen, oder die Immobilienaktien, das sind einfach unterschiedliche Anlage- und Risikoklassen. Je nach Motiv kann ein Immobilienfonds auch eine sinnvolle Investition sein. Bei geschlossenen Immobilienfonds ist man allerdings in einem Projekt drin. Das ist dann meist ein Büro oder Bürogebäude oder auch ein Einkaufszentrum. Bei offenen Immobilienfonds ähnlich. Die sind vielleicht etwas liquider, haben in den vergangenen Jahren auch teilweise gute Renditen erwirtschaftet. Und in den beiden Bereichen muss man aber sagen, das sind auch teure Investments. Da will der Initiator und auch die Bank ordentlich mitverdienen am Aufgeld, am Agio und an den laufenden Kosten. Die Immobilienunternehmen wie Vonovia, Deutsche Wohnen oder TAG Immobilien ist dann eher der Kategorie Aktien zuzuordnen. Also durchaus auch interessante Investments, gerade nach den großen Kursverlusten, aber deutlich spekulativer und volatiler. Und die letzte Frage zum heutigen Themenmix. Haben wir 2023 eine Immobilienblase? Was glauben Sie? Bei Blase habe ich immer eine Definition: Wenn Luft in einem Ballon ist, und das ist ja in dem Falle das Geld, was da gemeint ist,
Also eine Blase ist es eigentlich immer. Die Frage ist nur, ist diese Blase so groß, dass sie platzen würde? Und das ist, wenn die Oberflächenspannung nicht mehr hält. Das heißt, wenn zu viel Geld im System ist. Das würde ich nicht sehen. Wir haben zwar 21 und 22 starke Immobilienpreissteigerungen gehabt, teilweise auch Übertreibung. Aber der Grund war einfach auch, dass die Fremdkapitalkosten bei unter 1% teilweise sehr, sehr günstig waren. Das hat sich jetzt korrigiert und auch die Preise haben sich korrigiert um 10-20%. Insofern ist langsam die Luft aus dem Ballon entwichen. Grundsätzlich ist es wichtig, eine Kapitalanlage zu wählen, die auch inflationsgeschützt ist. Und das gibt das Sparbuch, das Festgeld oder das Tagesgeld nicht mehr her. Mit einer Immobilie bin ich in Sachwerten investiert und habe damit auch eine sehr vernünftige Realverzinsung. Alles rund um das Thema Immobilien, heute beantwortet von Vermögensverwalter Stefan Exler von der Hansen und Heinrich AG. Danke für das Gespräch. Grüße zurück. Dankeschön.